Ich verstehe nicht, warum wir so ewig brauchen, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Unsere Katze macht auch mega Damage, dass unsere Katze den nicht platt macht, wunderbar sowieso. Mehr Damage kann eine Katze gar nicht machen, weil wir alle unsere Punkte bis jetzt, alle, in die Katze gesetzt haben. Ich renne jetzt gerade einfach nur weg. Hoffe zumindest, dass das funktioniert bei dem Viech. Scheint das nicht so wirklich zu funktionieren. Alter! Ich glaube, wir müssen mal... Was? Wollte ich doch gar nicht. Ich glaube, wir müssen mal mit unseren Helden... Nein. Ich glaube, wir müssen mit unseren Helden mal auf ein niedrigeres Level absteigen. Das bringt uns zwar wenig Erfahrungspunkte, wie wir festgestellt haben. Das ist wirklich wahr. Es bringt wenig Erfahrungspunkte. Aber es bringt Geld und Geld brauchen wir. Wir müssen alles verzaubern, was wir kriegen können. Es geht nicht anders. Ich habe keine Chance, ich sehe keine Chance, wie wir das sonst überleben sollten. Ich kann mal noch ganz kurz gucken, ob ich eventuell die Steine verkaufen kann. Ob mir das was bringt viel, aber ich glaube es selber auch nicht. Ich verkaufe die jetzt mal, weil die brauche ich gerade eh nicht. Das bringt mir jetzt ein bisschen. Ich guck mal ganz kurz nochmal, was wir hier noch an Steinen haben. Ich verkaufe mal hier auch von jedem, dass ich von jedem noch einen habe, weil sie brauchen momentan sowieso nicht so viel. Unser Helm hier. Okay, was machst du denn? Du gibst 24 Mana dazu. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt was probiert es einfach mal. Ist mir egal. Du warst nicht so gut, deswegen habe ich dich weggetan. Du bist Gesundheit, Mana, auch. Blutsteinscherbe, 104 Gesundheit. Krass. Gibt der Körperrüstung? Auch nicht. So, komm hier, dann gehen wir jetzt mal hier rüber zu der. Komm mal her. Womit kann ich dir? Ja, du kannst mir das gerne ganz Spaß immer abnehmen. Komm, nehmen wir das alles mal ab hier. Ach komm, ja, alles, das auch hier. Jetzt alles weg hier. So, 3000, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann haben wir zumindest erstmal was, womit wir arbeiten können. Was, sie hasst uns? Ich weiß noch nicht, was das hier. Kombiniert Schätze zu neuen Gegenständen. Hochwertiger Sockelgegenstand. Ich habe keine Ahnung, wie der damit neue Gegenstände machen wird. Ist mir echt irgendwie zu hoch, ich weiß es nicht. Pistole auf jeden Fall verbessern. Klack. Und da haben wir auch kein Geld mehr. Gesundheit bei Treffer gestohlen. Verbesserte Waffe für 25 Gegner für die Verbesserung. Ach so? 25 Gegner für eine Verbesserung töten? Ja, da ist es doch gerade günstig, dass wir gerade versuchen wollen, mal ein geringeres Level herabzusteigen. Das gefällt mir doch. Übrigens muss die Folge auch heute rauskommen. Also ich bin da wieder super schön am... Ich gehe mal hier durch und dann gehen wir nochmal zur Tempelsteppe. Ich bin da also auch wieder super schnell hier. Ich habe momentan einfach so viele Let's Plays, das kann das schon mal passieren. Aber kommt ja heute pünktlich raus, von daher ist ja kein Problem. Fähigkeit wirken ständig, allerdings müsst ihr für manche die richtige Waffe führen, das stimmt. Mit Level 3 bis 4, das ist ein bisschen wenig, finde ich nicht. Gut, wir bekommen ja auch Geld, aber es ist, glaube ich, hier nicht unbedingt die beste Gelegenheit, um zu farmen, weil hier schätzen wir uns ja komplett durch. Enklave, die Tempelsteppe, Raureifstücke klingt schon besser. Euer Begleiter kann in der Stadt jetzt einfache Gegenstände wie Tränke und Schriftrollen kaufen. Der vierte was? Das vierte Register der Begleiter haben wir Zugriff auf die Einkaufsliste. Kennen wir ja alles schon. Lalalalalala. Das Let's Play hier schauen auch wirklich sehr, sehr wenige, muss ich gestehen. Ich hatte mal eine Folge... Schon wieder nicht erkundet hier. Ich verstehe es nicht ganz, aber es stirbt mir nicht. Tote Bezwingerwache. Großer Heiltrank, das gefällt mir. Da kann man auch ab und zu seine Heiltränke auffrischen. Das ist natürlich eine super Idee. Ich hoffe ja gerade nur... Ah, okay, super. Es sind also auch noch Monster da. Das ist ja super. Da kommt ruhig alle her. Ja.
Ja, da kommt er her. Verbessertes Angelloch. Achso, Quatsch, das war Fail. Scheiße. Vielversprechendes Angelloch. Ja, genau, ich habe ganz vergessen, wie das ging. Und wir haben einen Netzfisch. Na toll. Ich würde gerne so einen Goldfisch fangen. Und wir haben einen Schakalbarsch. Ja, toll. Ich würde gerne so einen Goldfisch fangen. Und wir haben einen... Wir haben einen... Mach's nicht so spannend. Parma-Schild. Ich will nicht wissen, was das für ein Fisch war, dass der ein ganzes Schild verschlucken konnte. Was bist du? Du bist ein Schakalbarsch. Hey, noch gar nicht gefangen. Juhu! Was bist du? Du bist ein... Ihr habt nichts gefangen. Was? Wir haben... Hä? Hab ich falsch geklickt? Haltbare Beinkleider. Natürlich! Der Fisch hat das ganze... Da hat jemand mit Haut und Bein gefressen, deswegen... Also da braucht man sich auch keine Gedanken machen. Kampfmaul. Ja, das bin ich auch. Was? Was haben wir hier? Und ein Vampir... Was? Ein Vampirspinnei in einem See. Warum nicht? So. Dann gehen wir mal hier lang. Nichts Spannendes mehr. Oh, Hallöchen. Na. Ein Heiltrank sollte ich vielleicht doch trotzdem mal schlucken dann irgendwann. Aber nicht die da, sondern dann nehme ich mir jetzt mal die damit. Esterianer-Hügel betreten. Ja, 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 macht ruhig. Vielleicht findet man ja den Wolf noch. Ey, ob es die Phasenwölfe noch mal gibt? Ob die neu spawnen? Das wäre ja auch geil. Ja, 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 ja. Verlasse Esterianer-Refugium. Bla, bla, bla. Okay, super. Sehr schön. Flammenglutsteinkorn. Nehme ich gerne. Was haben wir hier? Oh, ja, ja. Kommt ruhig alle her. Das macht mega Spaß. Oh! Ihr seid hinüber. Oh! Das habe ich jetzt nicht erwartet. Da war ich jetzt zu sicher. Okay. Raureifhügel. Da war ich mir jetzt zu sicher. Also mal gucken, wir haben jetzt mit ungefähr anderthalb anderthalb Strichen angefangen, was unsere Erfahrung anging. Will mal schauen, wie schnell wir hier leveln. Ja, ist immer noch ungefähr auf dem selben. 20.000 hatten wir. Okay, wir sagen mal, wir hatten 20.000. Schauen wir mal, wie schnell wir hier leveln. Wäre ich jetzt echt gespannt drauf. Sag mal, wenn wir die Karte hier durch haben. Wir nehmen mal die Karte durch. Hat gerade meine Katze hat gerade einen Feuerball gespuckt. Machen wir nochmal. Lol, die Katze, die spuckt Feuerbälle. Wie geil. Ich habe eine Feuerball gespuckt, die Katze. Was hast du? Lal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 a. Hier ist doch irgendwo die Höhle gewesen. Genau, guck mal hier, Stufe 18 bis 20. Null? Wie jetzt null? Ich weiß nicht, was die Null darüber sollte. Vielleicht gibt es hier gar keinen. Oh ja, Imitator. Naja. Stirb. Lalalalalala. So, super. Ich find's geil, dass die Katze jetzt Feuerbälle spuckt. Siehst du das? Bams! Die Katze einfach lustig. Lalalalalala. So, wir legen aber auch mal ein bisschen los hier. Wir sind, Alter, zwei, die Feuerbälle spucken können, ist auch geil. Das gefällt mir ja fast schon. Identifizierungsrolle, auch nicht schlecht. Lalalalalala. Ich muss ja sagen, heute ist wieder... Ich habe heute wieder eine Menge zu tun. Vor allen Dingen habe ich heute... Ich habe ja die letzten Zeit mal so... öfters mal angesprochen im Let's Play schon, dass ich mir sehr unsicher... Wo ist das denn? Was bist du denn? Visal Furene. Sieht gesund aus, was der Typ da macht. Da habe ich auch mich in den Heil reingeschluckt, aber ich kann mich auch heilen. Neue Aufnahme. Jetzt bin ich übel. Die drei, die zuschauen. Ich habe ja in der letzten Zeit schon öfters mal erwähnt, dass ich vorhabe, eventuell mich in einem Netzwerk anzumelden. Da habe ich vorhin einfach mal jetzt den Mut gefasst. Ich weiß nicht, wie viele Monate ich schon mit dem Gedanken spiele, aber mich nie getraut habe, weil es kann halt auch viel schief gehen bei sowas. Man sieht es ja, was Mediakraft angeht zum Beispiel.
was da jetzt schon wieder ans Tageslicht gekommen ist. Oh, wie gruselig. Und da, ja, habe ich einfach mal einige angeschrieben. Mal schauen, was sich ergibt. Zudem habe ich noch in unter einigen größeren Videos mich mal erkundet über die Netzwerke. Vielleicht kriege ich da noch mal Antworten. Fände ich sehr cool. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Bin ich ja schon mal gespannt. Und ich muss nachher eigentlich noch das Video für Dogs Vlog fertig machen. Vlog Dog. Aber weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Jetzt von Zeit her heute. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Halt die Fresse, Junge. Ich wette, er wurde in seiner Kindheit gemobbt wegen seinem Aussehen. Hab schon eine schwere Kindheit gehabt. Aber wie viele Probleme wir damals hatten, hier durchzukommen. Also Probleme nicht, aber es war schon schwer. Und jetzt snapseln wir hier durch. Das snapseln wir durch. Mal schauen. Wir haben mittlerweile... Na, Junge. Wir haben mittlerweile... Ich kann nicht gucken. Oh! An die Freunde erinnere ich mich noch. Ja, 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 komm. Ruhe da. Wir haben mittlerweile 2000 Punkte gemacht. Das ist gar nicht so schlecht. Bringt auf jeden Fall ein bisschen was. Ich kann das nicht leugnen, dass es nichts bringt. Und wir kommen ja auch easy durch. Also ist eigentlich gerechtfertigt, dass wir nicht so viele Punkte bekommen. So, Heiltränke kriegen wir auf jeden Fall eine Menge. Das gefällt mir. Und dann machen wir hier noch ein bisschen durch. Oh, komm her. Eieieiei. Und? Die Bombe habe ich gar nicht gesehen. Die lag da einfach nur so. Die Bombe lag da einfach nur so. Die liegen da einfach. Oh. Warum sind hier so viele Bomben eigentlich drin? Der stirbt auch. Ich muss mich ja eigentlich überhaupt nicht konzentrieren. Ich renne hier einfach nur durch. Aber ist ganz cool, weil dann kann man einfach ein bisschen erzählen. Kann mal ein bisschen aufs Spiel eingehen. Kann einfach mal sagen, ja, hier sieht sehr schön aus und sehr gruselig. Ich finde es übrigens, die Tentakel hätten sie irgendwie besser machen können. Sieht zwar geil aus irgendwie so ein bisschen, aber hätten sie irgendwie noch ein bisschen, es sieht so ein bisschen künstlich wie Blast oder so aus alles. Das stört mich ein bisschen. So. Und da haben wir es auch schon geschafft hier, gell? Wow. Wie schwer. So, mal schauen. Was waren hier der Gegner? Ich weiß es gar nicht. Ach, es war ja dieses Zaubermonster hier, gell? Dieses übelste Vieh, was den Wächter versklavt hatte. Die Neferbestie, genau. Gegen die haben wir ja auch einen übelsten Kampf hingelegt. Ich hole mal noch einen Kobold raus. Dann tue ich mich mal ganz verteilen, ist besser. Ich möchte nicht hier sterben, weil ich denke, es wäre so einfach. Und dann am Ende ist es doch nicht so einfach. Ihr kennt mich ja gut, ich tue dann gerne mal. Ja, lalala, und dann am Ende bin ich tot. Nemesis irgendwas, der ist auch... Ja, natürlich bist du so einer. Was war das denn? Oh, Alter. Ich kann nicht mehr tragen. Kätzchen, komm mal her. B, I... Können wir euch direkt alles, was wir finden, komplett der Katze geben. Weil hier findet man nichts, was uns irgendwie helfen könnte. Was ist das? Seltene Axt, ja, okay. Bei Blau gucke ich nochmal nach, ansonsten... Hier, Katze, 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 Katze. Auch die Steine hier. Katze, 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 Katze. So, mal schauen, was sie bringt. Euer Begleiter ist fortgegangen. Gliederfäuste. Oder machen wir den Spaß hier alleine. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist jetzt nichts, wo man irgendwie eine Katze bräuchte. Das ist ganz geil. Ich könnte die Katze wegschicken und haben trotzdem kein Problem damit. So, wir haben immer noch unsere Fledermäuse. Und ich könnte auch noch den hier beschwören. Geheimraum. Ach so? Den habe ich gar nicht entdeckt beim letzten... Ach du Scheiße. Den habe ich gar nicht entdeckt beim letzten Mal. Interessant. Ja, holla. Und was es hier alles gibt. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Oh ja, das ist eine Falle sein. Stört keinen hier. Das ist echt zu krass, wie viel Schnäpfe.